Wir haben miteinander schon sehr viel erlebt. Manche würden sagen, wir waren reif für die Rente. Aber wir hatten doch einen Traum, ein eigenes, großartiges Hotel zu schaffen. Unsere Gäste kommen auf vielen Wegen zu uns. Schätzen die unterschiedlichsten Dinge. Und fühlen sich doch gleichermaßen zu Hause. Unsere Gäste sind so vielfältig wie einzigartig. Und so ist auch Editha. Aus Edith und Alois wurde Editha, aus unserem Traum ein Traumhotel.